Nach dem Ausflug im letzten Video zu den US Chess Championships, ihr wisst schon, die tolle Partie zwischen Savian und Dominguez Perez, gucken wir wieder nach Serbien. Und zwar läuft da der European Club Cup. Und ich habe ja schon die drei Partien von Vincent Kaimer gezeigt, die er bisher gespielt hat. Drei souveräne Siege. Also natürlich, aus seiner Sicht waren die Gegner jetzt nicht so übermäßig stark, aber die werden immer stärker. Da hat er das letzte Mal schon 2-6er gehabt und jetzt ging es gegen Alexei Sarana. 2-7, 17 Elo, also ein super Großmeister. Der spielt für Serbien, also hat quasi ein Heimspiel, wenn man so will. Und für Vincent ist das natürlich echt eine Herkulesaufgabe, ne? Ich will nicht sagen, dass er hier, weiß ich nicht, nicht Favorit ist oder so. Vielleicht ist er das in gewisser Weise, aber. Und natürlich bei solchen Duellen 2-7er gegeneinander, da kann immer alles passieren. Wir erleben eine spannende und teilweise auch aberwitzige Partie. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Hallo, liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chesselais Gunnis YouTube-Kanal. Also, es gibt noch ein zweites Video heute, weil diese Partie, ich meine, wir gucken ja sowieso immer auf Vincent Kaimer Partien, ne? Das ist ja auch so ein bisschen Charakteristik hier, die deutschen Topspieler ein bisschen zu begleiten und zu verfolgen. Aber da ist es nicht nur aufgrund des Namens Vincent Kaimer eine spannende Geschichte, sondern auch aufgrund der Partie. Also Alexei Sarana ist bärenstark und so hat sich das dann auch gezeigt in der Partie. Die war, boah, also wir gucken gleich ausführlich rein und ich darf noch sagen, wenn es euch gefällt, wie kennt das, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ich kämpfe um die 15.000 bis Jahresende, das wäre irre, ne? Also wenn ich das mal überlegt hätte, naja. Okay, also vielleicht schaffen wir das, vielleicht nicht und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Fakt ist, wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich überhaupt nichts mehr. Oder unterstützt mich, wenn ihr mögt, auch gern mit einer Spende via PayPal. Oder ihr könnt ja seit neuestem auch Kanalmitglied werden hier auf dem Chesselais-Kanal. Also, Vincent wieder mit Weiß. Er hat ja in der ersten Partie mal mit E4 eröffnet. Hat er sich wahrscheinlich gedacht, gegen nominell weitaus schwächeren Gegner kann ich das mal machen. Jetzt greift er wieder zu seinem beliebten D4 oder zu seinem geliebten, so muss ich sagen, D4. Wir sehen Springer F6, C4 und E6 von Sarana hier, Springer F3, D5. Und wo sind wir gelandet, liebe Leute? Nach Springer C3 und Läufer B4 in einem abgelehnten Damengambit. Und das nennt man die sogenannte Ragusin-Variante. Ja, also, das ist nicht mein Ding, muss ich ehrlich sagen. Ich komme damit überhaupt nicht klar. Ich habe das auch schon mal gespielt mit Schwarz, Läufer B4, aber ich habe immer wieder dieses Läufer G5 Problem irgendwie. Das ist ja der Hauptzug an der Stelle mit der Fesselung. Es ist auch nicht so wichtig, was ich jetzt gerne spiele oder was nicht. Fakt ist, natürlich wisst ihr tief theoretisch, die Spieler wissen ganz genau, was sie tun. Und Vincent wählt hier aber nicht die Hauptfortsetzung, Läufer G5, wie gesagt, sondern Abtausch auf D5. Okay, das ist auch durchaus gängig, beliebt, natürlich. E schlägt D5 und stellt den Läufer nach F4. Okay, übrigens auch an der Stelle ist immer noch Läufer G5 durchaus. Ich sag mal, ich würde es als Hauptvariante bezeichnen an der Stelle. Man kann ja auch Dame A4 spielen, ne? Schach, der Läufer fällt nicht. Warum nicht? Naja, weil Schwarz natürlich Springer C6 hat, klar. Also so eine Kombination aus Dame A4, Läufer G5 ist spielbar. Aber Vincent stellt den Läufer nach F4. Das ist natürlich ebenfalls völlig in Ordnung. Klar, ist ein bisschen Sache der Vorbereitung und auch. Aber also hier kennt er sich mit Sicherheit extrem gut aus, denn auch die großen, die ganz großen Namen des Schachs, also Carlsen, Aronian und so, die haben das alle schon gespielt. Ja, also es ist nicht so, dass das jetzt hier eine Sideline wäre, eine Nebenvariante von Vincent. Sollte ein bisschen etwas anderes
etwas andere Herangehensweise als mit Läufer G5 zu spielen. Okay, also E3, Läufer F5, jupp, Entwicklung. Und es ist ja immer so, müsst ihr euch merken, was heißt immer, fast immer so, wenn Schwarz in der Eröffnung Läufer F5 spielt, wo ist der Knackpunkt, der Schwachpunkt oft? Richtig, B7. Und deswegen kann man hier durchaus gängig Dame B3 spielen. Ist ein guter Zug, der Läufer ist angegriffen und der Bauer ist indirekt auch so ein bisschen angegriffen. Ja, wenn der Läufer jetzt wegzieht, hier so nach E7 oder sowas, ne, dann schlage ich den raus. Warum nicht? Ja, deswegen ist Schwarz hier gezwungen, mehr A5 zu spielen, den Läufer zu decken. Das geht, ja. Oder Springer C6. Das hat Zarana auch getan. Noch immer gibt es fantastische Vorgängerpartien, also in der Stellung, Carlsen habe ich schon aufgelistet, Ferrucci und so weiter, ja. So, Vincent entwickelt erstmal seinen Läufer. Der lässt sich Zeit, er sagt, dein B4 kann da stehen bleiben, droht ja nichts, ne? Oder, naja, Sarana spielt Springer E4 und zeigt auf, hey, diese Fesselung, ne, vielleicht, ne, und so, aber natürlich droht nicht wirklich was. Ja, ist ja alles verteidigt. Vincent sagt, jojo, dann rochiere ich mal weg. Und jetzt droht, was heißt droht? Also jetzt könnte dieser Läufer hier so ein bisschen unter Druck geraten. Also wenn Weiß A3 spielt, muss man wahrscheinlich tauschen, ja, weil ansonsten hängt immer noch der Bauer und danach hängt der Springer hier. Also das wäre eine Option, das kann man machen. Vielleicht kann man hier auch direkt Läufer E6 spielen. Das ist auch möglich. Den D5 nochmal stützen. Es gibt viele Züge hier. Läufer schlägt C3 ist wahrscheinlich die sicherste Methode hier von Schwarz. B schlägt C3 und Springer A5. All das gab es schon, aber mit dem Zug Springer A5 geraten wir jetzt auf so ein bisschen unbekanntes Gelände. Springer A5 greift die Dame an, ja, die muss ziehen, das ist logisch. Und zwar, ja, wohin? Entweder mal hierhin, dahin, dahin, muss man sich überlegen. Dame B4 hat der Vincent gewählt, guter Zug, die anderen sind aber ungefähr gleichwertig. Und Sarana stützt den Springer, der jetzt angegriffen ist, hier mit dem Zug B6. Also, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen, ne? Er entledigt sich dem Druck auf B7, deckt den Springer, alles gut. Vincent macht sich erstmal ein Luftloch, H3, ja. Und Schwarz geht auf die halboffene E-Linie mit Turm E8, alles ganz gut. Turm AC1, warum tut Vincent das? Naja, ne? Vielleicht irgendwann mal C4 durchdrücken, ne? Auch mal den C3 nochmal decken, damit die Dame beweglich wird. Okay. H6 hier, ebenfalls ein Luftloch und Turm FD1. Also Vincent spielt ganz klassisch, bringt die Türme hier in Position. Wo gehören die Türme hin? Natürlich, ne? Auf die halboffenen oder offenen Linien. Aber ihr werdet argumentieren, ne, hier ist ja weder eine offene noch eine halboffene. Ja, das stimmt noch nicht, aber das kann sich schnell ändern. Okay, Springer D6. Ich meine, der Springer hier steht ganz gut, aber auf D6 steht er auch nicht so schlecht, weil beide Springer in dieses Loch auf C4 reingucken. Ja, die linsen da rein und würden sich da gerne reinpflanzen. Und das darf man eher nicht zulassen. Also, ich sag mal hier ein Springer C4, Entry Point, so ein Einstiegspunkt zu lassen, lieber nicht. Ja, deswegen spielt Vincent Springer D2 und überdeckt das Feld C4 nochmal. Also, jetzt würde Springer C4 nicht viel bringen, weil den nehme ich raus, nehme ich raus, nehme ich raus, nehme ich raus und Weiß hat einen Bauern gewonnen. Also, ist das mal verhindert. Ja, und Zarana sagt, jo, boah, was mache ich denn jetzt eigentlich? Läufer E6 hat er gespielt, das sieht ein bisschen merkwürdig aus, den Läufer von dieser tollen diagonalen abzuziehen, aber mit dem Computer überprüft, ist völlig in Ordnung. Ja, Läufer E6, ist guter Zug. Und Vincent sagt sie auch, naja, ich habe Turm D1 gespielt, erinnert ihr euch, aber so richtig, ne, der Turm, ich stelle ihn lieber nach E1. Also man darf sich da auch nicht
wie soll ich sagen, zu schade sein, einen Turmzug auch mal vielleicht zu korrigieren. Jetzt ist ja auch dieser Springer auf E4 nicht mehr existent, ja. Vielleicht kann man jetzt mit Weiß auch mit F3 E4 planen, sowas. Schauen wir mal. Dame D7, Türme verbinden, gute Idee. Und Vincent spielt in der Tat F3. Und okay, eine sehr positionelle Stellung. Ich finde, also ich finde eine sehr, sehr komplizierte Stellung, denn man muss sich genauestens überlegen, welche Breaks will ich eigentlich spielen? Ja, will ich irgendwann C4 spielen? Will ich E4 spielen? Was will ich denn eigentlich machen? Und Schwarz kann ja diese Pläne auch noch durchkreuzen. Denn Schwarz sagt sich, okay, und dann gehen wir doch mal da rein. Das haben wir eben ja schon mal ausgeschlossen, dass das ein guter Zug wäre. Ist es auch nicht. Besser ist es, sich gegen dieses E4 zu stemmen und F5 zu spielen. Ja, das sind, wie gesagt, Engine-Vorschläge, F5 an der Stelle. Naja, also, okay, Springer A, C4. Vincent tauscht natürlich raus, das ist klar. Springer schlägt C4 und jetzt wird hier der große Abtausch stattfinden. D schlägt C4 und ihr seht, dass der Bauer jetzt gedeckt ist. Alles gut für Schwarz. Naja, jetzt kommt E4. Und jetzt hat im Grunde Weiß seinen Willen bekommen. Ja, es ist vereinfacht worden, es haben sich zwei Leichtfiguren abgetauscht und jetzt hat Weiß das tolle Zentrum hier. Schaut euch das an, die Bauern kontrollieren sehr, sehr viele Felder und wollen vielleicht nach vorne stürmen. Warum hat Alexei Sarana so gespielt? Natürlich hat er das gesehen, klar. Weil er das Gegenspiel, was er erhält, am Damenflügel als ausreichend eingeschätzt hat. Und so falsch liegt er nicht. Er spielt erstmal C6, das ist ein guter Zug, und bereitet hier diesen Sturm vor. Und das gar nicht, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ja? Vincent erkennt das natürlich. Mann, das sind super Profis, super Großmeister. Er weiß, dass er hier aktiv spielen muss und sich nicht irgendwie auf wie soll ich sagen, auf diesen Bauernsturm einfach so einlassen und alles und verteidigen. Nein, hier spielt Vincent das sehr gute G4. Das sind auch Züge, die, ja, die muss man halt machen, ne? Das ist gut, es ist aktiv. Und auch Schwarz muss die Option, die Weiß hat, ja gegen den Königsflügel auch durchaus beachten. Deswegen spielt Sarana erstmal F6, das ist gut. Ja, das ist so ein Prophylaxezug, erstmal um hier Felder zu kontrollieren, insbesondere E5 und G5. Aber Vincent sagt: Ja, Läufer G3, ich will das machen. Ich will meine Bauern in Bewegung setzen. Ja. Klar, Schwarz muss so ein bisschen Zeit aufwenden, um seine Figuren da aus diesem kommenden Bauernsturm rauszumanövrieren. Er spielt gleich Läufer F7, was gut ist. Und Vincent sagt auch, okay, die Dame, ne, die brauche ich woanders. Dame B2. Er möchte die Dame hier zurück ins Spiel bringen. Hier auf der zweiten Reihe ist sie sehr flexibel. Vielleicht nach D2 und so, ne? Okay. Und es kommt, was kommen muss, B5. Und wir werden jetzt gleich in wenigen Zügen eine aberwitzige Stellung erleben. Vincent pusht hier direkt F4. Das ist extrem riskant. Liebe Leute, vielleicht ist es besser, hier A4 zu spielen. Das ist auch, ich mache es mal in Blau, ist auch ein Computervorschlag. Aber die Berechnung, ich mache das mal, A4. Die Berechnung, was nach A5 passiert, ist. Oh, ja, was passiert dann, ne? Also nehmen wird man wahrscheinlich eher nicht, ne? Wahrscheinlich muss man den Turm jetzt doch wieder nach D1 stellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Turm kommt auf die C-Linie. Wie geht dieses Rennen aus? Naja, Vincent hat hier an der Stelle direkt F4 gespielt. Das ist heftig, oder? Guckt mal, die vier Bauern. Schwarz spielt A5.
Weil spielt F5. Vincent sagt sich, bevor ich hier die Zentrumsbauern in Bewegung setze, mache ich erstmal hier den Königsflügel mehr oder weniger dicht, ja, was Schwarz anbetrifft. Schwarz kann jetzt nicht mehr diese Bauern anhebeln, klar. Also F5, guter Zug. Und Schwarz sagt, okay, dann spiele ich C5. Und das ist C5. Natürlich erkennen wir alle das Nehmen. Ne. Ne? Also, ich will ja nicht meine Bauernpower hier kaputt machen, sondern Vincent spielt D5. Woraufhin Schwarz B4 spielt. Man muss sich schon fragen, ich meine, okay, der Läufer von Vincent hier ist super stark, der Turm kann nicht nach B8, wichtig. Aber die Dame, ja, die geht erstmal nach D2, ich habe ja gesagt, die ist jetzt flexibel. Und Schwarz spielt B3. Du liebes bisschen. Ich würde ganz sagen, das geht aus wie das Homberger Schießen, aber das tut es natürlich nicht, ja. Welche Seite ist denn hier stärker? Der schwarze Sturm, Bauernsturm am Damenflügel oder Vincent Keimers Sturm im Zentrum hier? Kann man irgendwie, wie geht denn das? Vincent ist hier echt schlau. Er könnte hier blocken mit A3. Ginge. Laut Engine ist das der beste Zug. Aber das ist auch, oh, A3, ne? Dann hat man die ganze Zeit diesen Pfropfen da auf B3 stehen. Na gut, also was soll's. Vincent spielt H4. Und man könnte glauben, dass das vielleicht ein bisschen zu langsam ist, ja? Ich habe eben schon gesagt, Schwarz würde gerne auf die B-Linie, kann er aber nicht, weil der Läufer das verhindert. Also sagt sich Sarana, dann machen wir das über A6 und B6. Ja? Oder solche Ideen zumindest. Ja? Warum nicht? Und Vincent spielt G5. Also, die weiße Strategie ist es, diesen Bauern auf F6 abzulenken. Natürlich, klar, wenn der Bauer hier schlüge, was auch übrigens laut Engine der beste Zug wäre, aber das ist der Wahnsinn. Nach HG5 und keine Ahnung, irgendwelchen Zügen, ich weiß jetzt gar nicht, welche Züge man machen will. H5 oder was? Na, wahrscheinlich eher nicht. Dann kommt ja G6. Was machen wir jetzt eigentlich? Sowas hier? Also, Fakt ist, D6, E5, E6, D7. Hä? Moment mal. Moment mal. Der Computer sagt, bester Zug, weil man kann das alles verteidigen. Ist wieder ein wunderbares Beispiel, wie es ein Mensch eben nicht kann, ja? Ich meine, welcher Wahnsinnige schlägt hier mit dem F-Bauern auf G5? Alexei Sarana hat Läufer H5 sofort gespielt. Er möchte nicht, dass der Läufer hier beerdigt wird. Es drohte ja auch G6 hier. Und Läufer hat gar kein Feld mehr da. Okay. Und Vincent sagt, gut. Und dann mal los. D6. Und ja. Ne, A4, keine Ahnung, muss man rechnen. In der Partie kam erstmal Turm D8 und Schwarz sagt: Na, zur Not opfer ich eine Qualität hier rein. Ich habe ja auch gewaltiges Spiel hier am Damenflügel. Ja, vielleicht kann ich eine Quali opfern. Aber Vincent am Zug gibt damit D5 Schach. König könnte nach H8 laufen, aber dann G6 also. Sarana sagt, pass auf, ich aktiviere meine Dame, spiele Dame F7, biete dir einen Damentausch an. Das Vincent sagt sich, na, wenn du so spielst, ne, dann nehme ich den Bauern. Dame schlägt C5. Und Sarana hat so gespielt, weil er einschätzte, dass er nach Dame schlägt C5 forciert die Damen tauschen kann. Und vielleicht reicht sein Spiel am Damenflügel hier. Schwarz kann nämlich Dame A7 spielen und ihr seht hier der König auf G1. Schwarz muss tauschen. Erzwungen. Okay. Dame schlägt A7, Turm schlägt A7. Und jetzt spielt Vincent G6 und sperrt diesen Läufer erstmal aus von der Musik. Der würde gerne auch zur Verteidigung irgendwie hier stehen oder so, tut er aber nun mal nicht. Er steht jetzt hier auf dieser Diagonalen und ja, wie gut steht denn der da eigentlich?
Ja, schwierig zu beantworten, ja. Es ist, also hier müsste Schwarz unbedingt Turm B7 spielen und irgendwie hier diesen Freibauern festnageln auf B2. Aber Sarana spielt wieder Turm A6, warum auch immer, und sagt sich, naja, ich muss diesen Bauern vielleicht irgendwie stoppen. Vielleicht kann ich immer noch eine Qualität irgendwann rein opfern und mit dem Gegenspiel hier. Aber Turm A6 ist richtig schlecht. Warum? Naja, Vincent sagt, pass auf. Zuerst mal nehme ich einmal auf B3. Okay. Kläre die Lage. C schlägt B3 natürlich. Und habe noch einen C-Bauern. C4. Oh, wow. Wo kommt denn der auf einmal her, gell? A4. C5 und Turm C6. Schwarz muss erstmal diese Meute stoppen da. Und was ist das für eine Stellung? Wir gehen noch mal ein Stück weiter. Also wir halten gleich mal inne, ja? Diese zwei Monsterbauern gegen diese zwei Monsterbauern. Oder sind es sogar mehr als zwei Monsterbauern? Denn Vincent spielt hier tatsächlich E5. Und E5 ist ein regelrecht brutaler Zug. Ja? E5 ist ein brutaler Zug. Das basiert darauf, dass Schwarz hier nicht nehmen kann. Weil wenn Schwarz hier nimmt, nimmt Weiß zurück und zwar mit dem Turm. Und wenn Schwarz jetzt pusht B2, dann gehe ich einfach, ich verdoppel einfach die Türme hier und Schwarz verliert. Was ist hier los? Also nur mal als Beispiel, es droht halt matt. Das heißt, wir können das matt, wir müssen Turm auf die Grundreihe bringen. Und jetzt, ne, jetzt hat Weiß die Wahl. C6 wäre zum Beispiel eine Idee. C6, man kann ja nicht nehmen wegen matt. Ja, das heißt, kann man vielleicht diesen Turm ablenken mit dieser Umwandlung, das ist alles Variante, ne? Ablenken und dann auf D6 nehmen. Nein, kann man nicht. Es droht immer noch matt. Überall matt. Gewinnstellung, Beweis. Also, hier in der Position spielt Vincent also E5 ein regelrecht brutaler Zug. So möchte ich es mal ausdrücken. Natürlich ist das, ne, bildlich gesprochen, Schwarz kann nicht nehmen. Und deswegen hat Sarana gesagt, okay, pass auf, dann spiele ich Läufer G4 und pflück mir den F5 weg. Und der Läufer unterstützt ja hier auch noch. Vincent sagt so, ja, mach du mal, ich spiele E6. Läufer schlägt F5 und E7. Ja, was ist das? Turm E8 ist erzwungen, klar. Und hier nochmal innehalten. Was zur Hölle ist das für eine Stellung? Wahnsinn. Also diese, ich würde sie fast immer als Monsterbauer, als Killerbauern bezeichnen, aber Schwarz hat auch deren zwei. Der Computer gibt die Stellung für Weiß als gewonnen an. Nur wie? Wie geht denn das? Der Läufer drückt auch mächtig rein in die Diagonale hier. Was tun? Vincent denkt lange nach. Er hat jetzt die Zeitkontrolle geschafft. 41. Zug. Guckt nochmal rein, investiert nochmal eine Viertelstündchen und schaut sich genau an, was er hier machen muss. Und er findet tatsächlich auch einen, muss sagen, einen der besten Züge. Computer wieder für H5, ne? Aber gut. Turm C4. Sehr gut. Ja, warum? Naja, der Bauer hängt schlicht und ergreifend und deswegen spielt Sarana auch nach längerem Nachdenken 20 Minuten nochmal A3. Aber das, ja, sieht gut aus, ne? Aber Vincent pragmatisch, na gut, dann spiele ich Turm C3 und fress die beiden Bauern einfach auf. Oder? Kann man das verhindern? B2. Es droht das Reinlaufen, liebe Leute. Vincent sagt sich, ja, lauf du mal rein. Turm schlägt A3. Und wir stellen fest, wenn Schwarz hier rein liefe, kam nicht in der Partie. Was passiert dann? Naja, dann nehmen wir die Dame, der Läufer nimmt den Turm, das ist klar. Und jetzt kommt das simple D7. Ei, 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 naja, wenn man hier nimmt, Dame, ne? Also, das Ganze funktioniert nicht. Für Schwarz. Ja, deswegen hat
Tarana hier auf, ist nicht reingelaufen hier, sondern hat Turm schlägt C5 gespielt. Und Vincent beendet diese Partie mit einem fantastischen Zug. Den kann man schon finden, ja, aber weiß ich nicht. Es ist einfach wunderschön. Ja, er spielt hier dieses tolle Turm A8. Motivablenkung. Und das Ding ist, man kann halt nicht nehmen. Warum nicht, liebe Leute? Das seht ihr alle. Nimmt und zack, Schach, zack und Schachmatt. Das Matt existiert noch immer, erinnert ihr euch? Man kann nicht nehmen. Das heißt, Sarana hat an der Stelle die Partie aufgegeben. Es gibt hier noch eine Kleinigkeit vielleicht zu rechnen, nämlich was ist eigentlich, wenn Schwarz diesen Bauern nimmt und diesen Turm deckt? Ja, naja. D7. Wie übel ist das? Ja, Turm nimmt und jetzt laufen wir halt nicht mit dem E-Bauern rein, natürlich, sondern mit dem D-Bauern. Selbes Problem. Ihr wisst, was ich meine. Und letzte Variante, wenn Schwarz die Grundreihe nochmal abdeckt hier, naja, dann nehme ich halt einfach. Und wenn ihr wieder nehmt, was ist dann? Das kennt ihr schon, dieses Motiv. Wahnsinn. Also, Vincent Keimer, 4 Spiele, 4 Siege. Und ich habe mal für euch vorbereitet, also Wahnsinn, ne, die Partie. Ich habe mal für euch vorbereitet, aktueller Stand in der Weltrangliste. Ihr habt es nur einen Ausschnitt genommen, ja. Pragnananda kommt ihm mächtig entgegen. 2,7, 32,9. Er hat 13 Elo eingestellt. Der hat schon wieder verloren heute. Der Pragnananda scheint mir völlig überspielt zu sein, völlig außer Form. Und Vincent, nach der 4-wöchigen Pause nach der Schacholympiade, die hat ihm wohl gut getan, ist on fire. 2,7, 32,3 und hat damit Ding Liren, den aktuellen Weltmeister, in der Live-Elo-Liste überholt. 22. der Weltrangliste. Irre, oder? Übrigens für euch noch zur Information, Arjun Erika Easy hat die 2800 wieder nicht geknackt. Er hat nämlich Remis gespielt gegen Alexander Predke. Und deswegen hat er irgendwie noch immer noch 2,798 oder irgendwie sowas, ja. Okay, also, ihr seid gut informiert. 2 Videos am Tag, beschwert euch nicht, sondern drückt lieber auf den Abo-Button, wenn es euch gefallen hat. Oder drückt vor allen Dingen die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Oder unterstützt mich, wenn ihr mögt, auch gerne mit einer Spende via PayPal. Oder vielleicht wollt ihr ja auch Kanalmitglied werden hier auf Chesselice. Dankeschön fürs Zuschauen. Schönen Abend noch, schönen Tag noch. Tschüss und bye bye.